Moin, ich bin Doc Esser, ich bin Kardiologe, Pneumologe, Intensivmediziner und Notfallmediziner und der ein oder andere kennt mich auch aus dem Hörfunk oder vom Fernsehen. Ich habe ein Anliegen gehabt, ich wollte nämlich einen Ernährungsratgeber schreiben, weil es mich wirklich jedes Jahr annervt, dass jedes Jahr eine neue Ernährungstrendsau durchs Dorf gejagt wird, so als Art Allheilsbringer und alle stürzen sich drauf und denken, wenn ich dem jetzt folge, dann kann mir nichts mehr passieren, dann werde ich sehr gesund leben. Und ich finde, das ist Quatsch. Ich will mit meinem Ernährungsratgeber erstmal die Basis liefern dafür, dass jeder Leser, jede Leserin sich selber einschätzen kann und endlich mal versteht, was passiert, wenn wir was essen. Das heißt, ich erkläre erstmal die Zelle. Wie funktioniert die Zelle? Warum ist es wichtig, dass die Zelle gesund ist? Warum muss ich darauf achten, dass die Mitochondrien, unsere Kraftwerke, immer in Schuss bleiben? Und wie kann ich das eigentlich beeinflussen durch die Nahrung? Was machen sekundäre Pflanzenstoffe? Reduzieren sie wirklich oxidativen Stress? Ist oxidativer Stress auch wirklich so schlecht, wie alle sagen? Also, rund um dieses Thema geht es in diesem Buch. Und danach kommen noch einige wirklich leckere Lieblingsrezepte von mir. Unter anderem wird da auch sehr deftig gekocht, weil ich nämlich der Meinung bin, es nützt nichts, wenn ich nur super gesund lebe und darbe und dabei die Lebensqualität vergesse. Irgendwann bin ich 103 Jahre alt und stelle fest, gesund gestorben ist trotzdem tot. Aus diesem Grunde ist dieser Ratgeber extrem wichtig und hatte viel Freude beim Schreiben.